Stellt euch einmal Folgendes vor: Ihr geht gerade spazieren mitten über eine große Wiese und findet dort auf einmal ein Loch. Das Loch hat jetzt nicht unbedingt einen gigantischen Durchmesser, doch auf den ersten Blick könnt ihr bemerken, dass dieses Loch sehr tief ist. Ihr könnt den Boden des Loches nicht sehen, aber ihr werdet neugierig. Ihr wollt wissen, was dort am Ende lauert, und seid mutig. Ihr springt in dieses Loch hinein, um herauszufinden, was am Grunde liegt. Und normalerweise würde so eine Geschichte auf zwei Weisen enden. Entweder ihr landet irgendwann am Boden des tiefen Loches und brecht euch etwas, oder ihr landet am Boden des tiefen Loches und sterbt. Doch es soll einen Moment geben oder ein besonderes Loch geben, wo eben das nicht passiert ist. Wo eben ihr nicht auf dem Boden ankommt, sondern immer und immer weiter fliegt. Was jetzt erstmal komisch klingt, ein Loch ohne Boden, soll tatsächlich passiert sein, und über das Mysterium wollen wir heute einmal reden. Es geht nämlich um das Mysterium von Mel's Hole. Alles begann im Jahre 1997. In diesem Jahr gab es noch eine ziemlich erfolgreiche Radioshow, von der ich schon ein paar Mal gesprochen habe. Diese Show hieß From Coast to Coast AM und behandelte paranormale, übernatürliche Themen, UFOs, irgendwelche Monster, Bigfoot und dergleichen, aber auch hin und wieder die ein oder andere Verschwörungstheorie. Das war auch der Grund, warum diese Show so berühmt-berüchtigt gewesen ist. An einem Tag nun 1997 rief plötzlich ein Mann in einer Live-Sendung an und meldete sich als Mel Waters. Und er hatte eine besondere Geschichte zu erzählen. Er sagte, dass er ein Stück Land im Bundesstaat Washington besitzt. Viel genauer wurde er allerdings nicht, wo dieses Grundstück liegt, und auf diesem Grundstück besitzt er ein Loch. Dieses Loch hat nun nicht gerade einen großen Durchmesser, doch er benutzt es bereits seit Jahren, um seinen Müll darin zu entsorgen. Immer wenn er Müllsäcke voll hat, Bauschrott, irgendwelche Abfälle und dergleichen, wirft er sie einfach in das Loch hinein. Und er hat sich am Anfang auch gar nichts dabei gedacht, doch nun seit Jahren, wo er das macht, ist ihm aufgefallen, dass dieses Loch sich scheinbar nie füllt. Er hat noch nie bemerkt, dass irgendetwas sich dort aufgestaut hat, noch hat er jemals mit angehört, wie einer dieser Müllsäcke oder der Schrott, den er runterwirft, am Boden ankommt. Er hat immer wieder darauf geachtet, doch konnte kein Geräusch hören, so dass er sich wunderte, wie so ein Loch existieren kann, und er hatte die Vermutung, dass eben dieses Loch ein Loch ohne Boden war. Das Ganze klang für ihn natürlich jetzt auch erstmal seltsam, und er wollte das Ganze einmal untersuchen und machte dafür einige Tests. Sein hauptsächlicher Test war, dass er in einen Anglerladen fuhr und dort eine Angelschnur kauft, eine Schnur von über einem Kilometer Länge, und diese ließ er vorsichtig in das Loch hinab, um zu gucken, ob er den Boden berühren kann. Doch auch nachdem er die gesamte Spule abgewickelt hatte, war der Boden immer noch nicht berührt worden. Wenig später entschied er sich dann, wieder zum Angelladen zu kaufen und noch einige weitere Spulen zu kaufen und aneinander zu knoten. Insgesamt Spulen von Länge von 82 Kilometern ließ er in dieses Loch hinab, in der Hoffnung, den Boden berühren zu können, doch wieder einmal war kein Erfolg zu sehen. Dieses Loch war mindestens 82 Kilometer tief und man konnte ziemlich sicher davon ausgehen, dass es wahrscheinlich überhaupt keinen Boden besaß, dass es irgendetwas Übernatürliches sein muss, was mit diesem Loch vor sich ging. Und diese Theorie, dass dieses Loch nicht normal ist, wurde auch noch durch einen besonderen Vorfall für ihn bestätigt. Denn eines Tages kam einer seiner Nachbarn zu ihm und erzählte, dass sein Hund verstorben war, und er hatte gehört, dass dieser Mel Waters in seinem Garten ein Loch ohne Boden hatte, beziehungsweise ein tiefes Loch, und dieser Nachbar fragte, ob er seinen toten Hund in dieses Loch hineinwerfen dürfte. Mel Waters sagte natürlich ja, weil er diesem Nachbarn helfen wollte, und der Nachbar ließ seinen Hund in die Tiefen des Loches fallen. Alles schien erstmal normal zu sein, doch wenig später ging dieser Mann jagen und bemerkte mitten im Wald seinen toten Hund. Dieser tote Hund lebte wieder. Er stand dort, so als wäre nichts gewesen, ähnlich wie im Horrorfilm Friedhof der Kuscheltiere, nur dass dieser Hund nicht wütend oder ein Monster gewesen ist. Es war einfach sein Hund, der wieder quicklebendig war. Dort war für Mel Waters sicher, dass eben dieses Loch verflucht sein muss. Das waren auch erstmal alle Informationen, die Mel Waters bei dieser Sendung gab. Und sofort fingen Leute an zu recherchieren. Sie wollten wissen, wo dieses Loch sein kann, und einige Forschertrupps machten sich auf den Weg, das Loch zu finden, und suchten alles in der Region ab, die er gegeben hatte.
Doch als sie so dieses Gebiet erkundeten, fanden sie weder ein Loch, noch fanden sie einen Mann namens Mel Waters. Und ich denke, hier ist es jetzt eine gute Zeit, um mal zu gucken, was die Aussagen von Mel Waters überhaupt bedeuten und wie logisch die ganzen sind. Wir wollen einmal mit Logik an die Sache rangehen, denn wir haben weder ganz klare Beweise, dass dieses Loch existiert, noch haben wir klare Beweise, dass das Loch nicht existiert. Doch rein physikalisch müssen wir erstmal wissen, dieses Loch scheint laut Mel Waters über 82 Kilometer tief zu sein, bei einem nicht allzu großen Durchmesser. Rein physikalisch würde dieses Loch selbst zusammenstürzen, weil es sich nicht halten kann. Doch wenn wir davon ausgehen, dass dies nicht der Fall ist, dass dieses Loch nicht zusammenstürzt, weil es besonders ist, gucken wir auch noch einmal weiter, denn als nächsten Punkt und den, den alle Leute im Internet immer anführen als den klaren Beweis, dieser Punkt ist, dass Mel eine Angelleine in das Loch hinabließ und diese Angelleine berührte nie den Boden. Doch hier müssen wir einmal genau nachdenken. Mel Waters sagte, das Loch war so tief, dass er den Boden nicht sehen konnte und er ließ eine Leine hinunter, ein dünnes Seil. Woher konnte er wissen, dass diese Leine nicht schon längst den Boden berührt hat? Ihr müsst es euch einmal wie folgt vorstellen. Hier habe ich jetzt einfach mal ein bisschen Schnur. Sollte man so eine Schnur in ein Loch hinablassen, so wird diese Schnur sich am Boden langsam zu einem Haufen bilden, ohne dass man oben, wo man die Schnur festhält, das Ganze spürt. Mit anderen Worten, die Leine von Mel Waters könnte schon längst am Boden angekommen sein, ohne dass er es bemerkt hatte. Das Loch wäre also gar nicht so tief, er könnte nur nicht ahnen, wann wirklich das Ende erreicht worden ist. Doch gehen wir auch mal davon aus, weil er sagte, dass dieses Loch sich nicht mit Müll füllte, dass auch dies nicht der Fall ist. Dann müssen wir wieder einmal physikalisch denken und zwar wieder an die Angelleine. Denn es wurde von anderen Leuten ausgerechnet, dass eine Angelleine nicht für 82 Kilometer runtergelassen werden kann. Denn wenn diese Angelleine 82 Kilometer am eigenen Gewicht hängt, würde sie sofort reißen. Spätestens nach 50 Kilometer wäre schon dieser Punkt erreicht und die Leine würde einfach sich selbst durchtrennen, weil sie zu schwer geworden ist. Das wäre das Logische, was man sagen kann, doch wir brauchen hier nicht auf Logik oder irgendetwas dergleichen hören. Wir können uns einfach mal die weiteren Aussagen von Mel Waters anhören. Denn einige Jahre später meldete er sich wieder zu Wort und das mit neuen wahnsinnigen Geschichten, die er erlebt hat. Einerseits sprach er von irgendwelchen seltsamen Männern, die zu ihm kamen und ihm Prügel androhten, sollte er weiter über dieses Loch forschen. Dann sagte er, dass eben genau diese Männer sein Grundstück gekauft haben, damit er nicht mehr dieses Loch besitzt. Dann hat er gesagt, dass er 1943 einmal mitten auf der Straße eine Münze gefunden hat, die unsichtbar werden konnte. Und er hat erzählt, dass er nun in Nevada lebt und in Nevada wieder so ein Loch ohne Boden gefunden hat, in welches eines Tages mal ein Lamm hineingefallen ist, was plötzlich wieder auferstanden ist und einen Alien im Inneren hatte, welcher mit ihm per Boombox oder per Radio gesprochen hatte und vor einem nuklearen Krieg warnt, mit dem die Menschen sich zerstören werden. Ich denke, ich muss nicht genauer beschreiben, dass diese Aussagen von Mel Waters allesamt Blödsinn sind. Ich denke, wir haben es mit jemandem zu tun, der hier nur eine simple Geschichte erzählt und mehr nicht. Doch am Ende muss man eine Sache erwähnen, denn auch wenn die Aussagen von Mel Waters zu 99,9% purer Blödsinn sind, es gibt auf der ganzen Welt Leute, die davon berichten, dass sie einst von einem Loch gehört haben, beziehungsweise ein Loch gesehen haben, welches keinen Boden besaß. Es gibt Menschen, die sagen, dass es paranormale Vorfälle wie diese tatsächlich gibt. Ich weiß nicht, was ich von der Sache halten soll. Schreibt ihr gerne mal in die Kommentare, was ihr von der ganzen Sache haltet und wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin aber, tschüss.